Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von BWIN. Hansa Rostock gegen Energie Cottbus oder Pavel Dotschev gegen Klaus-Dieter Wollitz. Zwei Trainer, die Wiedergutmachung forderten für zuletzt schwache Leistungen. Der äußere Rahmen stimmte. 20.000 Zuschauer und alle mit der Hoffnung auf einen Dreier kurz vor Weihnachten. Die Gäste mit dem besseren Start. In der 18. Minute der Oldie. Rangelow versucht's mal aus der zweiten Reihe, aber keine Gefahr für Chelios. Cottbus besser im Spiel. Hansa merkwürdig verhalten. Aber dann diese Szene. Breyer im Strafraum. Und da kommen gleich zwei Mann. Der Pfiff folgerichtig. Stein und Weidlich. Die gelbe Karte auch noch für Kevin Weidlich. Und da gab es nichts zu streiten. Ein klarer Elfer, den Pascal Breyer für die Rostocker hier rausholte. Und dann achten Sie mal auf Suku. Der läuft an, wie beim Freizeitfußball. Und lupft das Ding über das Tor. Die Möglichkeit, frohe Weihnachten zu feiern, in diesem Moment auf ganz schön wackeligen blauen Füßen. Was macht Suko da? Der Topscorer, der Rostocker. Und dann gleich direkt im Anschluss der nächste Schock. Am Boden Königs. Warum? Marc Stein, der Ex-Rostocker. Und hier knallen sie direkt zusammen. Gute Besserung Marco Königs. Es lief also überhaupt nicht für die Rostocker. Der eingewechselte Marcel Hilsner mit seinem starken linken Fuß und der besten Rostocker Offensivszene im ersten Durchgang. Aber wirklich zwingend war das alles nicht. Guter Versuch von Hilsner, der sauer war, dass er zuletzt auf der Bank gesessen hatte. Und Energie? Ja, die lauerten und spielten sich so in den Strafraum. Situation eigentlich geklärt, aber Achtung! Der Strahl zu Weihnachten von Lars Bender. Erstes Saisontor und was für eins in der 36. Minute. Hier gut zu sehen, der Ball eigentlich geklärt, der Fehler von Riedl und Bender sagt Dankeschön. Was für ein Tor, wie gemacht für jeden Jahresrückblick. Ein echtes Fund zum 0:1. Energie Cottbus auf Wiedergutmachungskurs im Gegensatz zu Hansa. Erste Szene, zweiter Durchgang, wieder Breyer. Aber ist das gefährlich? Nein. Und Energie wurde immer besser im Spiel. Feiner Hackentrick hier, Weidlich mit der Flanke. Und Dimitar Rangelow, 35 Jahre bereits alt, aber sein dritter Saisontreffer. Pele Wollitz sah genau die Reaktion, die er von seiner Mannschaft gefordert hatte. Hier der schöne Hackentrick von Geißler. Die klasse Flanke und dann Rangelow mit seiner ganzen Erfahrung. Keine Chance für Chelios im Rostocker Tor. In der Mitte entscheidend Hüsing und Bülow nur neben Rangelow und nicht mit dabei. 0:2 die Vorentscheidung. Und wer jetzt auf Hansa Rostocks Aufbäumen wartete, sah höchstens nur noch diese Szene hier. Quasi schon mit dem Schlusspfiff. Biancardi, Hansa Rostock trifft nicht mehr. Auch hier nicht. Und so blieb es bei einem verdienten 0:2. Pavel Dotschev natürlich enttäuscht und bedient. Ich glaube, momentan läuft alles schief, was schief laufen kann. Also was eigentlich uns vorgenommen haben, glaube ich, dass die Jungs gut umgesetzt haben. Erste Minuten, wir haben auch nicht geschafft, durch den Elfmeter in Führung zu gehen. Und dann, wie das gerade momentan die Situation ist, ein Sonntagsschuss geht am Innenpfosten und rein und typisch, symptomatisch für unsere Situation gerade. Natürlich brauchst du auch mal das Momentum auf deine Seite, aber spätestens dann mit dem 2:0 war klar, wenn wir uns nicht selber noch blöd anstellen, dann können wir ja heute mit 3 Punkten nach Hause gehen. Pele Wollitz bleibt ungeschlagen gegen Hansa Rostock und da kann man sich auch mal aufs Kreuz legen lassen.